Der Dönitzkanal. Guckt euch mal diesen Arsch an. Guckt euch mal diesen Arsch an. Ich melde mich hier von der Essen Motor Show. Hier ist ein ganz spezieller Freund, mit dem ich einige Hühner noch zu stopfen habe. Jean-Pierre Krämer, da ist er. Jetzt schreibst du. Dennis wird cool. Okay, jetzt ich mein Part. Ja. Du hast den bescheidensten Auftritt auf der Messe. Keine Mädchen am Stand, weil du denkst, du bist der Schönste. Du hast deine Zähne weiß gefärbt mit Tippex. Und du bist. Das ist dein Mutter, TÜV Nord. Ey, nicht gegen meinen, nicht gegen meine Mutter. Nein. Dein neues Auto, steig ein. Du willst bloß, dass ich mir alle Knochen breche. Steig ein jetzt. Du Arschloch. So, jetzt wird's lustig. Ja, der sieht gut aus, so mache ich es auch immer. So geht es auch am schnellsten beim Boxenstopp. Die Uhrzeigen dabei beim Einsteigen, immer Uhrzeigen. Genau, richtig, so geht's. Ist doch kein Thema. Ja. Boah, bist du fett, ey. Soll ich dir das Beste sagen? Nee. Eigentlich hätte das Lenkrad abnehmen können. Pass auf, so jetzt hab die Schnauze voll. Ich glaub, weißt du, prügeln willst du dich nicht? Wir werden jetzt das hier ein für alle Mal auf der ersten Motor schon klären. Ich komm jetzt raus. Komm raus. Cool, Uhrzeigen. Geh du die Waffen, was willst du? Burger? Ich hab mich verloren. Du hast verloren. Der hat eindeutig verloren. Wir zeigen das nochmal kurz in einem Beitrag. Siehst du, du hast verloren. Also, was willst du essen? Machen wir Wettessen. Burger. Burger. Sag du nochmal. Nö, du verlierst, du kannst auch. Ich kann alles essen. Hauptsache, es ist kein Grünzeug drauf. Okay, Burger. Burger, okay. Alles klar, erste Challenge, Burger essen. Los geht's. Und los. Ganz kurz, nein. Was ist denn hell? Ich führe. Boah, ich hab mir so eine Fresse verbrannt. Das ist unfair. Ey, aber ich hab noch einen davor gegessen. Ich hab nämlich meinen hier reingetan. Guck mal. Deswegen hab ich gewonnen. Hey! 2-0 für mich, ich hatte eh keine Chance mehr. So, und dann machen wir so 3-2-1 Start. Ich habe schon wieder gewonnen. Jean-Pierre Krämer, was sagen Sie zu Ihrer Niederlage? Sie haben schon wieder verloren? Nächstes Mal mache ich dich platt und nächstes Mal suche ich aus, wann die Challenge irgendwie wo stattfindet und nicht mit so einem Ding. Crazy Card, du kannst sie vielleicht ja mal tunen. Vielleicht ist es endlich mal was schnell, was du tunst. Der war hart, ne? Der war hart. Und ja. Wir fahren 5 Runden. Auf die Plätze, fertig, los. Gegen dich kann man nicht normal gewinnen. Komm, Junge, zieh, Junge! So, das, was er nicht weiß, er hat ja gedacht, das war mein Auto. Das war ja mein Auto. Deswegen habe ich 3-0 gewonnen. Hast du nicht? Jean-Pierre Krämer, du hast ein Rennen gegen mich verloren.
Der Akku war leer. Ja. Punkt 1 beim ersten Rennen. Beim zweiten Rennen waren die Burger. Außerdem habe ich gewonnen beim zweiten Burger essen. Bla bla. Und beim Burger essen. Es ist 3-0. Danke sehr. Ne? Ich muss alles weiter. Da. Tschüss. Ja, komm in meine Sendung. Ja, so, ne?